Name der neuen Season bekannt gegeben, Map bekannt gegeben, Battle Pass Skins bekannt gegeben und vieles mehr. Das alles in diesem Video. Nach einem super Halloween Stream sind oder beziehungsweise schallern jetzt schon die News für Fortnite OG rein und die werde ich euch heute präsentieren. Beginnen wir einmal mit dem Teaser-Bild, das halt mit dem ersten Teil von Teaser-Bild, was Fortnite uns gestern um, ich glaube, 14 Uhr rausgehauen hat. Davon gab es dann mehrere Teile. Ich habe nur den ersten Teil leider auf meinen Kanal gebracht. Den Rest habe ich mir gedacht, das ist zu schnell gegangen, das habe ich jetzt verpasst. Die haben bis 23 Uhr dann noch die Teaser rausgehauen. Ich vielleicht spiele ich dann hier halt gerade die ganzen Bilder ab, einzeln. Ja, aber sie haben halt so viele Teaser rausgehauen, dann habe ich mir gedacht, warte ich einfach, bis das fertige Bild draußen ist. Das Bild ist jetzt auch schon im Spiel verfügbar, habe ich gesehen. Und ja, das schaut auf jeden Fall mal cool aus. Man sieht auf jeden Fall auch schon ein paar Battle Pass Skins. Besonders sieht man halt auch schon Fortnite OG, haha. Nein, aber ich finde besonders geil schaut der Charlie Split Skin aus. Der schaut auf jeden Fall echt krass aus. Und der Battle Pass soll nur 50 Level haben. Wie die Battle Pass Level dann auch schon werden, habe ich eigentlich auch auf meinem Community-Tab gepostet. Schaut da auch gerne vorbei, aber ich blende jetzt nochmal hier alle einzeln im Video ein. Ja, jetzt habt ihr es auf jeden Fall gesehen und ich finde auch dieser Mischung aus Ragnarök und Omega finde ich auch sehr geil und schaut auch sehr mächtig auch aus. Und Spektralritterin oder Ritter finde ich ist auch interessant. Vielleicht hat er was mit der Story zu tun. Dann habe ich gerade auf meiner Liste stehen der eigentlich Trailer wurde schon gesagt von Epic Games, halt von Fortnite, wann der rauskommen soll. Nämlich soll der Gameplay-Trailer am 3. November, also eigentlich Stand des Videos jetzt in 2 Tagen rauskommen, um 8 Uhr. Darauf werden wir wahrscheinlich wieder reagieren und ja, zu diesem Trailer gibt es auch einen kleinen Teaser-Trailer, der von Epic auf, ich glaube, Instagram hochgeladen worden ist. Den zeige ich euch jetzt einmal. Ja Leute, also ich finde der Trailer ist auf jeden Fall echt sehr cool und auch interessant, wie es dann ausschaut. Jetzt habe ich gerade vergessen, muss man nochmal auf das Bild zurücksprechen, was uns Fortnite in diesen Splittern gezeigt hat. Nehmen wir es einfach, erster Ladebildschirm von Chapter, nein, kein Chapter, sondern von Season 5 Fortnite OG. Da sieht man ja nämlich da im Hintergrund, ich vergrößere es euch jetzt einmal kurz, sieht man dort diesen Jonesy. Dieser Jonesy ist, der sich halt so also hinter dieser Mauer versteckt. Und das ist eine echt lustige Anspielung, nämlich an den ersten Ladebildschirm von Chapter 1. Eine echt, ich glaube, ja, über 6 Jahre einfach schon her. Und da ist dieser Jonesy halt noch von der Vorderseite. Und jetzt sehen wir, was hinten passiert. Lustiges Easter Egg auf jeden Fall. Und ich habe auch bei einigen Leuten gesehen, dass man da am Ladebildschirm die Zeitmaschine entdeckt von Kato Form, die ja auch gerade noch auf, oder die gerade durch die Zeit springt. Und ja, die ist halt gerade da in Pleasant Park, schaut mir das sehr aus. Freue mich auch schon auf die neuen Orte, beziehungsweise auf die Karte. Und da ich jetzt davon rede, gehen wir einfach gleich auf die Karte.
Ja, die Karte soll auf jeden Fall so ausschauen. Ich blende sie mal hier ein. Ja, sehr interessanter Ort auf jeden Fall. Eigentlich eh die von der alten Season, halt vom alten Chapter. Halt nur einen Mix, glaube eigentlich, ein Mix von den Seasons. Wir sehen auf jeden Fall einmal in Lazy, ja, in Loot Lake, meine ich. In Loot Lake sehen wir auf jeden Fall die, ja, halt die fliegende Insel. Oder halt, dass die Insel zumindest draußen ist. Das sehen wir. Dann sehen wir noch, dass dort links unten die Eisgegend ist. Die Eisgegend auf jeden Fall. Also zumindest ein bisschen Abwechslung zwischen den Biomen. Was sehen wir noch Interessantes? Also ich kenne ja so Retail Row gab es ja in Chapter 2 noch. Pleasant Park gab es ja auch in Chapter 2. Das sind sicher so Orte, wo ich dann sicher landen werde. Tilted kenne ich ja auch schon durch Chapter 3. Und Greasy Groove war ja auch in Chapter 3 drin. Also sehr viele Orte, die ich schon kenne. Auch viele neue. Das ist halt, finde ich, echt toll, weil ich habe in Chapter 2 begonnen und kenne halt dadurch diese ganzen Orte nicht. Und jetzt kann ich einfach jede Woche Abwechslung haben. Und ja, dann gehen wir noch zu den neuen Waffen. Ja, die Waffen, die oder die neuen alten Waffen sollten auf jeden Fall einmal die alte Pump sein. Ich finde, da schaut das Design jetzt auf dem Bild noch etwas komisch aus. Ich blende euch mal hier das Design halt vom Bild auf ein und dann blende ich euch noch einmal das alte OG-Design ein. Ja, man merkt auf jeden Fall einen kleinen Unterschied zumindest, finde ich. Dann kommt noch, ich weiß nicht, wie die Waffe heißt. Wie sie heißt, blende ich jetzt hier kurz ein. Aber irgendein, so ein großes Magazin Sturmgewehr. Das kommt auf jeden Fall rein. Der hat, glaube ich, 60 oder 70 Schuss sogar. Dann kommt noch rein die alte Scar, also AR. Die kommt auf jeden Fall auch noch rein. Die alte da. Das seht ihr hier das Design. Die fand ich auf jeden Fall auch krass. Und dann gehen wir weiter. Zu den Fahrzeugen, die jetzt reinkommen, haben wir schon ordentlich viele auf dem Screen gesehen, halt auf dem Fortnite OG ersten Ladebildschirm. Zum Beispiel das Driftboard. Den Hamsterball, das Golfkart sieht man da, glaube ich, auch da hinten. Ja, das kann man ein bisschen sehen. Die Sachen sollten auf jeden Fall reinkommen. Weiteres habe ich euch dann nicht markiert. Ja, was gibt es denn noch? Ja, jetzt habe ich kurz nachgeschaut und es soll und ich habe auf dem Bild noch gesehen, Einkaufswagen und dann noch Geschütztürme, die kennen wir eigentlich alle schon. Ich bin gespannt, ob dann auch noch die alten Fallen reinkommen. Also ihr wisst, Stacheln und so, ich weiß nicht, Money in Season 5 oder so drinnen. Das werden wir dann sehen, wenn die Season startet. Und jetzt sage ich nochmal von den Leaks meine eigene Meinung. Ja, meine Me eigene Meinung zu der Season oder halt zu den Leaks, die wir schon haben zur Season, ist eigentlich ordentlich viele Leaks haben wir dazu. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf Fortnite OG und glaube auch, dass es krass werden wird. Heute verwende ich sehr viel krass, weil alles so krass ist, nein. Aber ja. Ich freue mich sehr drauf. Die Battle Pass Skins finde ich cool. Endlich mal nur originelle Skins. Das ist jetzt, glaube ich, der erste Battle Pass ohne 100.000 Kooperationsskins. Interessant auf jeden Fall. Und auch so von den Bildern, von den Orten. Einfach mal cool einen Monat mit den ganzen Sachen zu verbringen. Auch mal kennenzulernen. Und dann werden wir schauen können, ob die Leute recht haben, wenn die sagen, sie wünschen sich Fortnite OG zurück. Das wäre nur so krass. Ja, das werden wir dann noch im Laufe der Zeit sehen. Und
Ja, dann würde ich sagen, warte ich jetzt mal hier auf weitere Teaser ab und wir sehen uns dann. Ciao.